day I'm shuffling, every day I'm shuffling. Und damit herzlich willkommen zu GTA San Andreas. Ja, das kennen wir schon alles. Wir müssen jetzt alle Crack Dealer erledigen, aber pass auf, da sind auch so Leute halt, so böse Leute. Rate mal, wen ich dabei hab. Rate mal, wen ich dabei hab. Ich habe gesagt, rate mal, wen ich dabei hab. Ach so, mich vielleicht? Ja, du. Ah, das ist immer interessant. Das wusste ich gar nicht. Wie war Hallo. Das? Du bist immer in jedem meiner Dingens dabei. Ja, immer, auf jeden Fall. Wenn man gerade sonst nichts zu tun hat, einfach mal bei ihm irgendwie stören, kriegt man auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich muss hier gerade diese Crack-Dealer ausschalten, die gerade uns alle so nerven wollen. Du hast Sweet verloren. Ach Sweet, du bist eine lahme Nutte. Ah, das ist natürlich blöd. Hauptsache, der hat eine AK, der ist voll der Russe. Ja, du hättest ja auch eine kaufen können. Ich sehe ja immer, wie du mit deinen 40 Schuss in der Uzi rumläufst. Das ist, da denke ich mal so, wieso kauft er sich nicht mal 10.000 Kugeln und hat dann mal für ein paar Tage welche? Keine Ahnung. Ja, dumm, ne? Ey, weißt du, Sweet bleibt erstmal so eine halbe Stunde stehen und rennt mir dann erst so 5 Minuten später dann hinterher, oder was? Ja, vielleicht, ja, du musst ja vielleicht auch nicht immer wegrennen. Du kannst ja bei ihm stehen bleiben und dann einfach von da die Leute wegsnipen. Oh, zum Beispiel. Da ist noch ein Crack-Dealer. Wieso und dienen die eigentlich alle Crack? Jetzt das Viertel zurück. Nein, eigentlich Warum dienen die eigentlich alle Crack? Wirklich alle? Ich meine, so ein bisschen Abwechslung wäre doch auch nicht schlecht wahrscheinlich. Habe ich irgendwie so eine Granate? Ich werfe mal eine Rauchgranate. Oh ja, dann sehen sie dich bestimmt nicht mehr. Hm. Das ist bestimmt super. Oh ja. Wetten, die treffen dich dann trotzdem noch. Durch den Rauch. Weil die alle so Nachtsichtvisiere haben. Nachtsicht, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine AK, genauso wie er. Jetzt geht's ab. Genau, genau, lauf einfach vor mich, Sweet. Kein Problem, ne? Genau, lad direkt vor dem Gegner nach. Mhm, und dann stirbt er. Und dann heißt es, du hast die Mission verloren. Du hast die erste Welle überstanden. Oh, schön. Ich gehe mal in Deckung lieber hinter dem Fahrzeug. Kommst du mal her? Genau, die waren alle da, oder was? Ja. Das ist in der Tat der Fall. Ich hab gehört, ich bin voll cool. Wieso? Hab ich zwar noch nicht gehört, aber möglich wär's. Aua! Irgendeiner schießt auf mich, ganz schön asozial. Ja, eins kann ich dir sagen, ich bin's nicht. Du hast die zweite Welle überstanden. Sehr schön. Jetzt Alter, du überstehst doch ganz schön schnell diese Wellen. Das sind ganz schön kleine Wellen. Ja, wenn's so bei, aus 10 Leuten immer. Wenn es auch so schnell ginge, wäre das cool. Oh oh, wo ist eigentlich Sweet? Ach, der ist hinter mir, der rennt so mit 80 km/h hinter mir her. Schlangenlinie läuft der bestimmt so, weil er voll besoffen ist. Ich baller sie alle ab, genau. Jetzt ist meine Waffe leer, jetzt muss ich mit meiner Uzi da. Ich höre sie sogar, die ist voll schlecht. Die ist auf Distanz voll so, schlecht. So, Sniper jetzt! Oh ja. Boom. Like a boss. Das Viertel gehört dir. Und das ging aber ganz schön schnell. Kendall can come see me right here at her home. But it ain't nothing here no more. Rome wasn't built in a day, nigga. My brother could be a real pain in the ass. Mission erfüllt. Jawohl. Wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, das war's schon. So, wir können jetzt hier Mission machen. Also vorher erstmal speichern in meinem alten Haus. In meinem allerersten Haus, das wir je zuvor hatten. Hey! Wir haben hier Cock-O-Pops, das sind so lustige Sachen. Wie heißen die? Cock-O-Pops. Von Big Locks. Da ist so ein Vogel drauf. Ah ja, klar. Und Rutan, natürlich. Der voll lästig ist. Cock-Pops. Pop-Cocks. Cock-Pops. Wir haben hier einen Fernseher. Was hat denn der gerade für ein Spiel drin? Ne? Das Spiel heißt CND 500 und der Controller sieht sehr interessant aus, weil es gibt einen Knopf, der ist D, also statt B, M, ja. C und J. Ist das meine Mutter? Sie sieht aber ganz schön fett aus. Oh mein Gott. Wieso beleidigst du deine eigene Mutter?
Wir werden es wohl nie erfahren. Ich auch nicht. Okay, gehen wir zur nächsten Mission. Einfach ganz, ganz gewagt. Ein Handyanruf! Oh mein Gott. I thought I'd call to say how much I love you and how well endowed you are. Nah, Catalina, it's Carl. I think you got the wrong number. Oh, Carl. So sorry. It is such an easy mistake to make. Especially when I am so light-headed with love and lust. Yeah, well I... No time, bye! Aha, das war wieder Catalina, die hat sich wieder verwählt und hat anscheinend irgendwie gesagt, sie liebt uns. Aber egal. Beat down on beat up. Verwählt. Sei leise, ja, ja. I heard you was down, so I got a gift from beat up. Come on now, I can't do that. Come on, sweet, come on. Make sure you enjoy this. This is a rich man's high, all the players are doing it. I know you're gonna enjoy this. It takes the pain away. Oh yeah? Oh, what the hell are you doing? Shit. Man, everything is KKK. Man, I just want to see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I might as well let it destroy me, too. Man, you don't need that shit, sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, sweet. Soak the smoke. Hey, man, that shit steal your heart. You can't see that? This bitch talk nice to you and this what you do? Fuck! You're gonna have to deal with beat up. What? Beat up? We can handle that shit right now, man. Off your ass out of here. Bitch. Okay, da war gerade so eine Tussi, die sah so ein bisschen aus wie eine 60-jährige Magersüchtige. Schwarze. Ich meine natürlich eine. Ja, von der Rasse halt. Nennt man auch dunkelhäutig. Genau, dunkelhäutig. Und die wollte hier das. Wollte unseren Sweet verführen mit Koks und so. Und doch nicht. Hat er doch nicht. Ah, echt, ey. Hat er nicht genommen. Natürlich blöd. Ja. So, jetzt müssen wir uns um Beat-Up kümmern. Und zwar nehmen wir dafür mal ein Auto. Und zwar wieder Sweets alte Karre. Das war diese hier. Du kannst jetzt einsteigen. Natürlich, da kommt er nicht rein, weil die ganzen, weil meine ganzen Leute davor stehen. Jetzt kommt er aber rein. So, ich mach die Musik aus, damit ich mich mit dir unterhalten kann. Ja, was kennst du so ungefähr so das Spiel, also, was soll ich jetzt, wie soll ich jetzt anfangen? Das Spiel wird ja jetzt so langsam mal beendet, also nähert sich ja langsam dem Ende, ja. Und? Was soll ich da jetzt zu sagen? Dass sich das Spiel dem Ende zuneigt? Ja, ist ein Fakt. Und was war jetzt deine Frage? Ob du das Spiel lang findest von der Storyline und so? Lang? Naja, GTA halt, ne? Also ich meine, GTA San Andreas habe ich vor Ewigkeiten gespielt, Vice City auch. Und dazu im Vergleich, ich würde sagen, Vice City ist ein bisschen kürzer, weil es einfach eine kleinere Welt auch ist. Du fährst einfach länger hier zwischen den Missionen. Und GTA 4 okay. Ist halt. Ja, ja, ist okay. Ganz kurz leise, bitte. No, you tripping, man. Come on, put the gun down. He a basehead, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look, fool. Tell us where beat up is, and we out of here. He live over on Glen Parkway. His boy always there. Give the cat what he needs. Look. Jetzt kannst du reden wieder, weiter. Ja, also GTA 4 ist ja auch relativ lang, aber ich würde sagen, San Andreas ist schon eins der längsten GTAs, oder? Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eins der längsten. Aber lohnt sich, weil das Spiel ist echt cool. Ist es, auch wenn es veraltet ist für der Grafik. Na ja, gut, aber ich meine, damals, wo es neu war, war es ja nicht schlecht. Okay, wir müssen wieder Gebiete zurückerobern. Und diesmal fahren wir zum Glen Park. Das ist so ein Park der Stadt. Ah ja. Halt. Okay, den kenne ich glaube ich sogar. Ja, genau, den müssen wir erobern. Wieder von Feinden. Alles wieder. Ach, schaffst du. Erfrischen hier. Ja, und da müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen Chaos machen. CJ, I want your ass. Naja. Und da sind auch schon die ersten Ballers und die fahre ich jetzt einfach mal eiskalt um, habe ich gehört.
Das ist auf jeden Fall immer eine der besseren Taktiken, dann können sie sich gar nicht wehren. Nicht durch die Windschutzscheibe schießen oder so. Greif die Ballast an über ihr Gebiet. Oh yeah. Johnson Boys rolling through. Das Blöde ist, ich habe jetzt gar keine Waffe mehr, außer die Sniper, ne? Das ist natürlich blöd, ne? Das krieg ich hin. So, mal gucken, wo hier irgendwelche Leute sind. Aber ich meine, Sniper ist auch eine gute Waffe, oder? Ja, sag ja nix. Nur dann. Dann ist ja gut. Ich sehe keine Ballas. Doch, ich sehe Ballas. Balla balla. Balla balla, Mann. Oh ja. Und zwar sind sie alle weg und jetzt hole ich mir von denen ihre Waffe. Um abzugehen, Junge. So. Los geht's. Da kommen sie. Wo können wir uns in Deckung begeben? Keine Ahnung. Erstmal mit der Sniper, würde ich mal sagen. Aus der Ferne. Headshot. Irgendwo ist noch einer. Irgendwo da. Da. Du hast die erste Welle überstanden. Das war ja gar nichts. Oder kommt was? Don't push me. Oh, das sind viele, das sind viele. Sweet, da musst du reinhalten, Junge. Ich werf mal eine Rauchgranate. Miau, haha. Okay. Ist ganz schön gut. Meine Waffe macht auch sau wenig Schaden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist blöd. Du hast die zweite Welle überstanden. Da liegt die Rüstung. Rüstung. Hol die Rüstung. Boah, ich hab die Rüstung. Da liegt eine AK. Oh, hol dir die AK. Die AK ist die eine der stärksten. Geht hier im 4 ganz gut eigentlich, ne? Oh ja. Das ist sie. Das ist sie, mein Sohn. Mein Sohn. Ganz sicher bin ich dein Sohn. Das war doch ein bisschen, ein Späßchen, Schnucki. Ich meine natürlich. Also ich habe gerade ein bisschen Angst. Dass Scheiße! Dass du mich irgendwie jetzt so nachts überfällst oder so. Dieses Viertel gehört dir. Haben's ja, geschafft. Das ist doch mal was. Nehmen wir noch kurz die AK, die ich nicht nehmen konnte, weil da eine Sequenz kam. Ja, würde ich machen. So, wir müssen jetzt irgendwie in eine Bude rein. Erledige Beat-Ups-Wachen. Oh lol. Auf uns wird schon fett geschossen. Tot. Nein, noch lebst du. Ja, die sind ganz schön gut. Ja, ist natürlich blöd. Dass du jetzt noch lebst. Ich wollte dich jetzt irgendwie noch sterben sehen. Oh, der Wagen explodiert jede Sekunde. Sweet, geh da weg, Junge! Geh da weg! Oh mein Gott, Sweet ist einfach nur ein bisschen zurückgesprungen. Ich renne mal um mein Leben. Die haben mich umgebracht. Ja, das ist... Das war ein Feuer von... Alter, von Waffen. Also von, Kugeln. Ja, von Kugeln halt. Ja, jetzt bin ich im Krankenhaus, ich habe keine Waffen mehr, aber hab noch, ja, jede Menge. Dann gehen wir mal, wohin? Wir gehen mal shoppen bei Ammunition wieder. Weil ich brauche eine Knarre natürlich, sonst geht das ja alles nicht. Warum tut er eigentlich nichts, um sein Auto zu zurückerobern, was ich ihm gerade geklaut habe? Er rennt einfach weg zu... Weil du eine Waffe hast. Nee, ich habe keine Waffe, ich habe meine Fäuste. Ach ja, genau, da war ja was. Ja, weil er Angst hat, dass du ihn zusammenschlägst. Denke ich auch. Musst du nicht schon längst weg? Ja, nö, so, nein. Achso, du gehst nicht, du weigerst dich? Ja. Meinst du es ernst, du weigerst dich wirklich? Ja. Mute stellt sich in deinem eigenen Let's Play. Bitte was? Nichts. Ich habe jedenfalls nicht gesagt, dass du dich in deinem eigenen Let's Play mutest. Nee. Mach ich doch nicht. Wer macht denn sowas? Ich glaube, du. Ich glaube, deine Mutter.
Wieso sagst du sowas? Wieso? War es böse? Hm. Tut mir leid. Habe ich dich damit schwer emotional verletzt? Hattest du jetzt eigentlich irgendwie, bist du bei der nächsten, wie du bist wieder da bist oder wie machst du das? Ich nehme jetzt einfach auf, um die Zeit zu vertreiben und Folgen zu gewinnen und so. Wie lange ist denn die Folge schon? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie lange nehme ich denn schon auf. Ich kaufe mir jetzt erstmal geile Sachen und zwar eine Kugelweste. Wie gesagt, 15 Minuten schon, aber vielleicht auch noch nicht. Ich glaube noch nicht. Glaube schon. Kann sein. Dann nehme ich mal eine Granate. Granaten nehme ich mit. Dieser Typ sieht immer gleich aus. Bei jedem Laden, er sieht immer gleich aus. Die haben irgendwie keine andere Texturen, die haben immer diesen Heinrich-Look. Der Typ fährt dir hinterher und geht immer in den Laden rein, bevor du da bist. Genau. Wise choice, wise choice. Ja, ja. Sagt er immer. Sturmgewehr, M4, sagst du? Mhm. Hau ab davon mal richtig viel. Ja, mindestens so 5-6. Und ein also Präzisions- und eine Sniper auf jeden Fall. Ja, nimm nicht die schallgedämpfte Pistole, nimm irgendwas, was auf Schar. Obwohl, doch, die ist gut. Nimm die schallgedämpfte. Nein, die. Keine Pistole, oder? No, eine Schrotflinte, eine automatische Schrotflinte. Spaß 12, oder? Spaß 12. Ja, nimm die mal, die ist auch gut. So, jetzt bin ich bewaffnet, jetzt können wir nochmal machen. So, das habt ihr jetzt gesehen, damit ihr seht, wie ich bewaffnet bin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Viertel. Bis dahin.